Österreichs Online-Community hat auch heuer wieder die Miss Online als 10. Kandidatin ins Rennen um die Miss Austria-Krone geschickt. In diesem Jahr haben allerdings nicht die Likes, sondern die Reichweite entschieden. Naja, im Gegensatz zu den Bundesländerkandidatinnen müssen die Miss Onlines nicht nur ihr Bundesland von sich überzeugen, sondern auch um die Unterstützung ihrer Follower bitten. Die nominieren nämlich, wer die neue Miss Online oder Vize-Miss Online werden darf, und eine Fachjury und ein Online-Voting bestätigt das dann. Die Miss Online 2018 besucht mit ihrer zweitplatzierten Kollegin einen plastischen Chirurgen im The Face Institute. Wirklich notwendig hat eine Miss aber keinen ästhetischen Eingriff, oder? Ich glaube, eine Miss Online kommt auch gerne zu einem plastischen oder ästhetischen Chirurgen, weil sie sich auch prinzipiell gerne beraten lässt. Sie möchte mehr präventiv arbeiten, das heißt, sie möchte auch vielleicht gewisse Hautveränderungen oder auch vielleicht genetische Nachteile, die man vielleicht schon leicht im Ansatz sieht, doch vorbeugend mit minimalinvasiven Behandlungen wegkaschieren bzw. schon vorbeugend so behandeln, dass sie in späteren Lebensalter oder Lebenslagen diese Probleme vielleicht im geringeren Ausmaß hat. Beiden Damen, der Vize-Miss Online, diesmal aus Kärnten, und der Miss Online aus Vorarlberg, war es ein besonderes Anliegen, bei der Miss Austria-Wahl 2018 teilnehmen zu können. Die Miss Austria-Wahl ist für mich sehr wichtig, weil ich als Ziel habe, ein neues Frauenbild zu bilden. Und vor allem, ich finde es sehr schade, dass in der heutigen Zeit oft die Frauen noch verurteilt werden, wenn sie sich hübsch kleiden und schön anziehen, dass es nur oberflächlich ist, weil es steckt so viel mehr dahinter als nur Schönheit. Es ist sehr viel Arbeit und Persönlichkeit, die da mitspielt, und ich möchte eben diese Message hinausschicken sozusagen, dass alle davon wissen und dass das darauf mehr geachtet wird, dass das eben nicht nur Oberflächlichkeit ist. Ich möchte mit meinen Social-Media-Kanälen sowie meinen Titel Miss Online nutzen, eine moderne Generation junger Frauen zu inspirieren, und würde mich natürlich auch freuen, Miss Austria zu werden, weil ich dann noch mehr Menschen erreichen würde. Ja, die Siegerinnen der Miss Online bringen eine besondere Verantwortung mit zur Miss Austria-Wahl. Sie haben eine sehr große Community, die ihnen auf sozialen Netzwerken folgt, und da gilt es natürlich zu beachten, dass sie eine Vorbildwirkung für ihre Follower haben. Das bedeutet natürlich auch, dass wir ein bisschen relativieren müssen, was Schönheit in sozialen Netzwerken heutzutage bedeutet. Die Miss Online und die Vize-Miss Online bereiten sich nun in der Miss Austria-Akademie auf die große Wahl vor. Schon jetzt ist ihnen ein Karrieresprung gewiss.